Servus und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 mit mir, dem Eagle. Ja, im letzten Part haben wir ein bisschen hier nur so eine Schnitzeljagd mitgemacht. Und die werden wir jetzt weiter fortführen. Jetzt muss ich gerade mal kurz schauen. Oh, nö, das ist so weit weg. Okay, okay, okay. Nein, das... Herrgott, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ja. Okay. Wir setzen uns ins Auto und fahren da jetzt hin. Ab dafür. Kann ja nicht so weit sein. 2,5 Kilometer mit diesem Auto ist das ja ein Klacks. Ist mir halt dann doch deutlich lieber mit so einem schnellen Auto unterwegs zu sein, als mit diesen tollen Outdoor-Karren. Wow, Hilfe! Ach, 2,5 Kilometer, ja. Jawohl. Jetzt haben schon die ersten Kratzer am Lack, aber komm, scheiß drauf. Ein sehr wunderhübsches Auto, muss man echt sagen. Muss man ja gerade nochmal sehen, wo es hier weitergeht. Ich glaube, gleich kommen wir an so einer Schnellreise vorbei. Ah, der Rausch der Geschwindigkeit. 211 km/h, das ist echt solide. Also für Cyberpunk. In Real Life könnte das Auto wahrscheinlich 350 fahren. Ah, da war jetzt gerade eine Schnellreise, ist immer direkt dran vorbei, aber ist egal. Ist egal, wir haben Zeit. Welche Überfälle hier? Okay, Autobahnabfahrt hier. Was ist denn hier passiert? Lauter kleine Überfälle hier, aber ganz ehrlich, wir sind längst über den Punkt hinaus, wo uns das noch großartig was bringen würde. Deswegen, nö, sehe ich gar nicht ein. Kostet uns ja nur Zeit. Ah, diese Karre ist einfach nur geil. Oh, der Sound. Ah, scheiße. Scheiße. Erst einmal fundamental reingekracht. Na ja, gut. Ja, oh, wow. Da drehe ich einmal die Kamera und fahre fast gegen Pfeile. So, 450 Meter, 375, 300. Guten Tag. So. Ah, Zivilisten. Verstehe. Die Spur endet hier. Soll das heißen, der Arsch versteckt sich irgendwo hier? Vielleicht. Oder wir finden noch ein Terminal. Mal sehen. Komischer Ort. Passt irgendwie zu dem Typen, den wir suchen, oder nicht? Warum? Weil das hier ein Sinnbild für Spätkapitalismus ist? Billige Unterhaltung für hirntote Lackaffen. Das meine ich. Na gut. Suche das Gebiet ab. So. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das hier war. Kapital ist das Blut in den Adern der globalen Unterdrückung. Nein, nicht dein scheiß Ernst. Geld ist ein Werkzeug der kolonialen Unterdrücker unseres Verstands. Klassenkampf ist der Auftakt für die Anarchie. Alter, wie er sich wegschmeißt. Wonach sieht's denn aus? Swedenborg Riviera. Ha! Seht her! Seht euch den Propheten von Night City an. Oh, das ist so geil. Ein Philosoph in der Kiste. Hey,
Gib ihm ein paar Eddies. Ich will wissen, was er sonst noch sagt. Ich will mal nachsehen, ob jemand an dem Ding rumgespielt hat. Dein Ernst? Meinst du, du hast es hier mit einer Puppe zu tun, die gerne ein echter Junge wäre? Du wirst einen attraktiven Lobbyisten kennenlernen, wenn du am wenigsten mit dem Klassenkampf rechnest. Erfolg verdünnt die Essenz der Seele. Die Produktionsmittel gehören rechtmäßig dem kollektiven Unbewussten. Guck mal. Ja. B, was haben wir hier? FFBD7A. E9. Ah, das ist gar nicht. Das geht hier nicht. FFBD. Was dann? 7A. E9. FF. BD 7A E9 7A 1C. Hat Swedenborg ans Net angeschlossen. Worauf wartest du dann? Sieh nach, was du sonst noch rauskriegen kannst. Du bist allen Spuren gefolgt, wie der gehorsame Köter immer noch bist. Meinst du, das ist die Erleuchtung? Du wurdest geownt von Sweetie. Lol, XD. Ernsthaft? Hat mich einfach einer getrollt? Wenn ich das richtig verstehe, hat jemand diesen Wahrsager-Bot gehackt, damit er nonkonformistische Slogans statt Prophezeiungen von sich gibt. Und hat das Ganze dann über mehrere Router mit dem Net verbunden, damit es keiner nachverfolgen kann. Absolut genial. Können wir rausbekommen, wer das war? Ich will ein Autogramm. Wohl kaum. Zum einen hat die Person keine Spuren hinterlassen. Zum anderen bist du tot, Johnny. Ah, stimmt. Hab ich bei der guten Laune ganz vergessen. Hey, wie? Lass das Ding an, okay? Keine Sorge, Johnny. Ich werde dem Volksphilosophen von Night City nichts antun. Na dann, auf Swedenborg Riviera. Lang Kapital möge er leben. Ist das Blut in den Adern der globalen Unterdrückung. Einfach nur lol. Da wurden wir jetzt einfach getrollt. Es ist ja zu geil. Erfolg verdünnt die Essenz der Seele. So, rufen wir jetzt mal Nancy an. Ah, wie? Lass mich raten. Du rufst an, um mir zu sagen, dass du die Suche aufgegeben hast. Naja, nicht ganz. Wir haben was gefunden. Wir? Hattest du Hilfe? Nein, das war das königliche Wir. Jedenfalls gibt Swedenborg gar nicht. Bitte was? Ist eine Wahrsagermaschine. Rammt Sätze zusammen, die sich tiefgründig anhören. Jemand hat sie mit dem Net verlinkt und bepisst sich gerade vor Lachen. Scheiße, wie? Die Geschichte ist ja noch besser, als ich dachte. Ich übernehme ab hier. Oh, und deine Eddies sind auf dem Weg. Danke und tschüss. Wollte dir eigentlich in den Arsch treten, aber schätze, ohne Publikum ist selbst der beste Witz vergeudet. Ja, nee. Also, Erfolg verdünnt die Essenz der Seele. Das ist ja richtig lustig. Okay, wunderbar. Das war's also mit dieser Mission. Es ist toll. Erstmal direkt getrollt werden am Anfang des Parts. Nebenmission. Beat on the Bread, the Beast and Me, Beat on the Bread. Okay, ne, es gibt eigentlich nichts mehr. Es gibt soweit nichts mehr, wie ich hier sehe. Wir haben jetzt eigentlich wirklich so ziemlich alles von Relevanz abgeschlossen. Ich bin halt jetzt echt im Überlegen. Ach. Wisst ihr, ich bin halt so einer, der eigentlich wirklich immer versucht, so Spiele komplett abzuschließen. Aber nee, ganz ehrlich, das ist mir zu blöd. Das ist mir jetzt dann doch zu blöd. Das ist mir dann einfach zu viel. Was waren das jetzt für andere Sachen auf dem... das ist Beat on the Bread. Beat on the Bread. Das ist Nebenmission. Beat on the Bread, Nebenmission. Also es gibt so ein paar Sachen, die... Ja. Okay, Hanako im Embers. Das ist Beat on the Bread. Das ist eine Nebenmission. The Beast in Me. Nebenmission, Nebenmission. Nebenmission. Okay, es gibt also noch ein paar Sachen. Was auch immer da noch ist. Keine Ahnung.
Fangen wir mal mit dem, was in der Nähe ist, an. Beziehungsweise, wenn wir schon mal da sind, gehen wir gerade mal hier zum Waffengeschäft. Wenn wir schon mal da sind. Also, mein Gott, ne. Eine Wahrsagermaschine, ey. Das sieht denen ja wieder mal ähnlich. Na? Will nur wissen, was du im Angebot hast. Gut, zeig mal her. Was hast du denn da? Oh, einen Hammer. Mhm. Oh, was ist das? Ein Tomahawk. Hm. Ist jetzt die Frage, kann man das Tomahawk wie ein Messer werfen? So kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Macht aber ziemlich viel Damage, muss man ja sagen. Also, ich weiß ja nicht. Physischer Schaden. Ja klar, pass auf, dass du dich nicht schneidest, aber steht nicht dabei, ob man das werfen kann oder nicht, das Messer. Eine Machete, was ist das hier? Headhunter, ah, die ikonische... Ikonisches Ding, was haben wir hier? Cold Show erhöht den Schaden um 5%. Ah, die ganzen Mods natürlich, die kaufen wir uns alle. Wisst ihr was? Scheiß doch drauf. Ich kaufe das Tomahawk mal. Mal sehen, ob wir es brauchen können. Keine Ahnung. Von den Waffen her, da können wir den ganzen unnützen Mist, können wir hier verticken. Lass mal alles. Nein. Das hier. So. Gut. So, der Rest kann erstmal da bleiben. Nahkampfwaffen. Genau, das war das eine. Das andere. Ja, mehr gibt es da aktuell nicht. Okay. So, jetzt lass mir nur kurz was nachschauen. Wenn ich das jetzt, nein, statt des Messers. Kann ich das Tomahawk benutzen? Geht das? Lass mich mal hier kurz raus. Nee, okay, das ist nicht zum Werfen. Schade. Aber egal, es ist trotzdem an sich, ich meine, wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann nochmal in die Verdrückung. Alter, das Ding macht mehr Schaden als die Machete. Okay, egal. Wir bleiben bei unserem Neurotoxinmesser. Macht ja nichts. Also wie gesagt, um das Geld ist es mir jetzt ehrlich gesagt nicht schade. So, wo sind wir? Ah, Kleidung. Können wir auch gleich noch besorgen, wenn wir schon mal da sind. Ich sollte aber vielleicht die Waffe runternehmen. Das kommt nicht so gut. Na? Ich brauche was für die Straße. Dann bist du am richtigen Ort, mein Freund. Mhm. Okay, was hast du? Taktische Sixth Street Harnisch. Okay, ja. Hm. Nee, irgendwie, die haben da nicht so geile Sachen. So ein Helm. Militech-Helm, um Gottes Willen. Nee, das ist einfach, es sieht alles nicht so... Ich hätte ja gerne mal was hier fürs Gesicht, wirklich was Besseres, aber irgendwie... Was Besseres als die aktuelle Brille finde ich hier nicht. Die hat aber auch, es gibt auch keine Mods hier für die Klamotten, ne? Das verkauft zumindest nicht. Gut. Schade, hätte ja sein können. Ich bin schon wieder weg. Dann, Waffengeschäft da drüben. Gut, gehen wir noch dahin. Sind ja nur 100 Meter. Einmal kurz durch hier. Brauch eine neue Knarre. So aus. Ja, machen wir. Wir kennen das Spiel. Item-Komponenten kaufen, als gäbe es keinen Morgen. Ja, im Prinzip sind wir jetzt ja wirklich fertig, ne? Also sehr viel... Also Nebenmissionen, weiß ich nicht. Können wir jetzt dann gleich nochmal gucken. Aber... An sich sind wir schon so gut wie durch hier. Aufklärungsgranate. Aha. Ist das hier Munitionsschrotflinten? Ah, was haben wir hier? Ein Power-Präzisionsgewehr? Ah, nee, eine Power-Schrotflinte. Aha, okay. Was ist das hier? Smart-Schrotflinte.
Ein Power-Maschinengewehr. Eieiei. Ja, nicht schlecht, was ihr nicht so alles hier habt, ne? Gut, kaufen wir mal den ganzen Bums hier. Ihr habt hier sonst nichts mehr Sinnvolles, oder? Nee, nicht wirklich. Gut, dann kann ich mal hier den ganzen Schrott. Was das alles für ein Scheiß ist, ne? Was haben wir hier noch? Cutout Bodysuit, eckige Darker Speed Brille. Ah, keine Ahnung. Ja gut, so viel Platz nimmt das ja nicht weg. So. Jetzt wo wir damit durch sind, gehen wir mal hier. Ah ne, da ist Beat on the Bread. Ah, toll. Beat on the Bread. Dann richte ich mal. Also hier unten sind keine Nebenmissionen mehr. Gut. Beat on the Bread. Beat on the Bread Nebenmission. Gut, dann wählen wir das jetzt mal aus. Gut, dann machen wir das so. Schauen wir einfach mal, was noch geht. Meter. Schön. Also, da wollen wir hin. Dann gehen wir mal hier hin. Zur Metro. Geht am schnellsten. Na, bitte laden. Ich bin schon ganz ungeduldig. So. Die ganzen Tipps habe ich da alle auch schon genug gelesen. Okay. Ist ein Bekleidungsgeschäft. Cool. Oh, die Low-Poly-Dame, die erstmal nachladen muss. Ich war alt. Aha. Und grüße deine Schwester von mir. Was verkaufst du hier? Alles, was du siehst. Aha, alles, was ich sehe. Was hast du denn da? Mindestlevel 49. Aha. Aha, okay. Oh, mehr Chemieresistenz. Oh, okay. Ja, das ist, die verkauft da durchaus halbwegs interessante Sachen. Ich meine, Chemieresistenz wäre an sich gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, wer in dem Spiel jetzt noch Chemie einsetzt, wisst ihr? So, was haben wir denn da alles? Ja, keine Ahnung. Wir kaufen das Ding einfach mal trotzdem. Vielleicht können wir es ja noch gebrauchen. Was ist das hier? Style Atomic Blast Composite Bustier. Aha. Neuen Arbeit. Na gut. Na gut. Gut, hier ist also das Bekleidungsgeschäft gewesen. Hier sonst noch irgendwas? Oh, da! Noch ein Waffenhändler. Bringen wir das zu Ende. Ja. Ist gar nicht so schlecht. Was hast du im Angebot? Jedes Kaliber, das Herz begehrt. So, so. Okay, vor allem hast du wieder deine tollen Item-Komponenten da, was mich natürlich von Herzen freut. Ich danke recht herzlich. Wir nehmen das alles mit. Und zack. Und zack. Gut, was hast du hier? Ein Scharfschützengewehr, ein Power-Scharfschützengewehr. Oh, gar nicht mal so uninteressant. Eine Grat. Mit chemischem Schaden. Ja, doch, ich kaufe die auf jeden Fall mal.
Das finde ich gut. Was ist das hier für eine fette Wumme? Ein Power Revolver? Aha, Mindestlevel 50. So, so. Ja, klar. Das ist sonst, wenn es sonst nichts ist, da hier irgendwelche anderen Dinger. Komm. Ja, nicht schlecht. Das ist, der hat schon ganz ordentliche Sachen da dabei gehabt. Den ganzen Kram da kann man alles verkaufen. Macht uns ja nur das Inventar voll. So. Na komm. So, das muss jetzt reichen. Ja, das hat es da doch wieder einiges gekostet. Eieiei. Aber egal. Geld, wie gesagt, Geld spielt jetzt aktuell keine große Rolle. Oh, sorry. Ich stehe falsch. Ich brauche einen Wachmacher. Hast du Chromanticore? Geh mir weg mit dem Fusselboss. Ich hab gehört, die Plörre leuchtet im Dunkel. Lass die Finger von dem Zeug und gönn dir einen Spunky Monkey. Der ist... Passiert dir das oft? Moment, mein Boss. Brad! Hey, Brad! Boss, kannst du mir helfen? Das sind ein paar Halbstarke, die hinter mir her sind. Für dich sind die ein Klacks. Mhm, das kriegen wir hin. Ich kann ja mal mit ihnen sprechen. Geh vor. Danke, danke, Boss. Also, mir nach. Na ihr. Habt ihr sie noch alle? Finger weg von meinem Motorrad. Aber Dali! Glaubst du, wir spaßen? Parat hat seinen Preis und du zahlst mit deinem Bike. Geht's immer noch um Stenna? Sie hat sich entschieden und ihr solltet stolz auf sie sein. Stolz? Die Hure hat sich an einen Konzern verkauft. Das wird sie büßen. Was ist dein Problem, Fotze? Das hier geht dich nichts an. Oh. Noch so eine Konzernratte? Entspann dich. Ich habe keinen Stress mit euch. Noch nicht. Was ist los? Dein neuer Kumpel hat seine Schwester bequatscht, sich an Zetatec zu verkaufen. Und was macht die Hure? Haut ab, ohne mit der Wimper zu zocken. Schon als Kinder haben wir zusammen die Straßen hier gerockt. Automaten hacken, Konzerntypen vermöbeln. Das war unser Leben. Und jetzt? Jetzt ist sie sich wohl zu gut für uns. Verräterfotze. Hört ihr euch eigentlich selber reden? Was soll's denn bringen, wenn man Armen wie mir was wegnimmt? Jenna ist halt erwachsen geworden. Im Gegensatz zu euch. Ihr rächt euch an den Konzernen, indem ihr einen Straßenhändler ausnehmt? Sehr schlau, wirklich. Lasst ihn in Ruhe. Was, wenn nicht? Kieferbruch, Schädelbasisbruch oder gleich eine Kugel. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Wenn du so viel auf den rattenfickenden Verräter gibst, dann kannst du ja gleich mit ihm zu... Schnauze! Was machst du denn da? Den Chip durchgebrannt? Danke, Boss. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Oh. Jetzt mal nur zwischen uns. Stört es dich nicht, dass deine Schwester bei Zetatec ist? Ich weiß, was du denkst. Die Konzerne beuten uns aus. Die machen uns zu Lohnsklaven. Das sagen doch alle, oder? Aber wir? Wir müssen Reis zwischen unsere Stäbchen bekommen. Jenna und ich nehmen mit, was wir können. Sicher funktioniert sie nur noch dank Neurostims. Bist du nicht besorgt? Tja, so ist es eben. Man muss halt arbeiten, wenn man was haben will. Tja, da hast du natürlich recht. Die werden wir los. Alles okay bei dir? Ach, geht schon. Hab schon Schlimmeres durchgemacht. Diese scheiß Straßenratten. Ich dachte ja, wir kommen klar mit denen. Aber ein Messer gegen den eigenen Mann. Naja, wenigstens kann sich Jenna jetzt auf ihren Job konzentrieren. Soweit wie sie hat es keiner in der Familie geschafft. Egal, komm mal wieder vorbei, wenn du in der Nähe bist. Ich geb dir auch einen saftigen Rabatt. Klar doch, Boss. Danke. Na, wo läuft er denn hin? Ja, sorry. Also, das war halt einfach dämlich. Übrigens, tut mir leid für den Typen hier. Der war offensichtlich völlig unbeteiligt, aber der stand gerade ungünstig. Es ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Sprichwörtlich. So. Hier ist noch eine Nebenmission. Okay.
Ja gut, das sind diese ganzen kleinen Kleckerless-Aufträge. Okay, wie kommen wir denn jetzt da am besten hin? Achso, naja, ich könnte auch einfach hier rausgehen. Ich bin echt schlau. Hopp, hopp, hopp. 100 Meter. So. Was ist das denn schon wieder? Ach, das, glaube ich, ist doch hier was mit, wie heißt denn das gleich? Mit dieser Serie hat das doch was zu tun. Da gibt es so eine Cyberpunk-Serie. Ah, interessant. Klar, ich setze mir einfach random irgendwelche Braindance-Headsets auf, weil das ist sehr schlau. Ja, danke. Danke, das reicht mir schon. Ach, nee, Alter. Ja. Wunderbar. Ja, das hat's total gebracht, sich das Ding jetzt aufzusetzen. Nee, Alter. Was zur Hölle ist das? Will ich gar nicht näher wissen. El Capitan, ja. Wen habe ich denn da alles mit dabei? Dakota Smith. Was war mit der nochmal? Achso. Wie hieß jetzt der Typ? Rice oder so ähnlich. Da, hier. Aha. Mal sehen, ob wir da eine Antwort kriegen. Ja, Cyberpsy-Angriff, bla bla bla, war ein ziemliches Chaos. Mhm. Ja. Okay, können wir weitermachen. Ja, ich höre mich mal um. Ja, nee, Alter. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Over the Edge. Aha, okay. Das muss neu sein. Das kenne ich aus dem letzten Durchlauf, kenne ich es nicht. Beat on the Bread. Beat on the Bread. The Beast in Me. Das brauchen wir alles nicht. Beat on the Bread. Da ist eine Nebenmission. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Ja, komm her, mein treues Auto. Ab dafür. Och Mann, ey, warum ist denn jetzt Stau? Geht weg. Lahmärsche, mein Gott. Die wieder Gas und Bremse miteinander verwechselt.
Ja, ich fahre mit 170 hier. Wahrscheinlich darf man ja nur 50 fahren. Das ist mir sowas von wurscht. So, und wehe, einer fährt mir einen Kratzer in den Lack. Dann gibt's aber Saures. Entschuldigt die Störung. Alles in Ordnung? Ist der Deal im Kasten? Wie? Was machst du hier? Wer ist das? Wollte mal kurz vorbeischauen. Checken, ob hier alles sauber abläuft. Ich habe gefragt, wer das ist! Deals gehen schnell oder sie gehen schief. Kann man nachlesen in Deals für Dummies. Übrigens, je länger wir hier quatschen, desto mehr von uns kreuzen auf. Nur für den Fall, dass du uns verarschen willst. Kommst dir wohl mächtig schlau vor, hm? Und was ist, wenn ich euch verarschen will? Mit dir würde ich anfangen. Versuch's doch. Wie wär's, wenn wir hier zum Abschluss kommen, Roman? Ich ziehe auch 10% ab, weil wir zu spät waren. 20. 15. Von mir aus. Damit endlich Ruhe ist, ich gebe dir die Sieg für die Eddies. Bist du jetzt völlig durchgeknallt? Wie? Was machst du hier? Ein Deal mit den Scavs? Und das auf ihrem Boden? Ihr müsst echt verzweifelt sein. Und Verzweifelte treffen keine guten Entscheidungen. Lass die Belehrungen, wie. Wir kennen das Risiko, aber... Wir brauchen die Eddies. Und zwar dringend. Schnauze jetzt! Das könnt ihr später ausdiskutieren. Ja, und nun? Lustig. Konnte deine Fresse von Anfang an nicht leiden. Jetzt weiß ich auch warum. Und rein. Komm jetzt her! Lol. Hab ich das gerade ernsthaft? Ich hab's ernsthaft bis darauf geschafft? Okay. Das, ja, bring dich mal selber um. Komm. Machen wir hier sauber, Leute! Trottel. Du warst ja echt eine tolle Hilfe. Du und dein großes Maul. Jetzt hört mal auf rumzuheulen. Mann. Ich habe euch hier locker drei Viertel der Gegner alleine vom Hals gehalten, Mann. Seid mal ein bisschen dankbarer. Ich bin jetzt doch ein bisschen gekränkt. Was soll denn das? Ich schnetzel mich hier durch alle durch. Am Ende kriege ich noch geschimpft. Glaubst du, wofür die einen Schützen auf dem Dach hatten? Es wäre so oder so schief gelaufen. Kann schon sein. Aber jetzt ist es eh zu spät. Leute, hört auf, euch zu streiten, okay? Scheiße am Schuh kann einen vor noch größerer Scheiße bewahren. Du bist einfach rein ins Feuer, um uns zu helfen, wie? Und warum? Weil du auf dein Herz gehört hast. Sowas gibt's nicht oft. Besonders nicht hier draußen. Das ist mehr wert als bares Geld. Dein Ernst, Cassidy? Dann kann ich mir ja die Kohle nehmen. Vielen Dank für alles, wie. Und bis bald. Ja, nehmt euch. Tja, Volltrottel. Weißt du, wir hätten das friedlich aushandeln können, aber nein, die Scavs heulen wieder rum. Ah, immer wieder schön. Das war die Gun-Musik. Gut, das hätten wir erledigt. Das ist hier die nächste Nebenmission. Ja, wunderbar. Dann können wir das jetzt hier alles wie auf einer Perlenschnur abklappern. So, 250 Meter, das ist ja nicht so weit. So.
Zack. 100 Meter. Das ist 50 Meter, 60. Was ist hier los? Ich soll vielleicht die Waffe runternehmen, bevor ich einen Laden betrete. Hallöchen. Was kann ich dir bringen? Was Heißes? Kaltes? Kaffee? Und Schnaps? Das geht aber fix. Kein Kaffee. Ich nehme lieber ein Spunky Monkey. Alle mal herhören. Das ist ein Überfall. Mr. Ölfleck hinterm Tresen. Ja, du! Fresse zu und Hände schön hoch, dass ich sie sehen kann. Der Rest bleibt, wo er ist und bewegt sich keinen Scheiß. Da steht aber jemand gerne im Mittelpunkt. Welchen Teil von Fresse halten hast du nicht verstanden? Da will wohl jemand die Erste sein. Portemonnaie her. Schön langsam. Wie kommt's eigentlich, dass du noch lebst? Solltest du nicht das Maul halten? Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast, ha? Ich kannte solche wie euch. Alle tot. Weil keiner von denen wusste, wie ich drauf bin. Netter Versuch, aber du blöffst. Willst mich verarschen? Ich hab schon mit Maelstrom und Arasaka getanzt. Ficker wie euch vernasch ich zum Frühstück. Ihr sterbt, ehe ihr auch nur den Abzug gedrückt habt. Fuck! Lass uns abhauen! Verpisst euch. Seit Jahren hatte ich keinen Überfall und jetzt das? Wo ist die Sixth Street, wenn man sie braucht? Gott sei Dank warst du hier. Bestell, was du willst. Geht aufs Haus. Ich nehme einen Drink. Was kann ich dir bringen? Was Heißes? Kaltes? Kaffee? Und Schnaps? Aha. Oh, und es kostet mich nicht mal was. Wie freundlich. Alter, ich weiß, das ist jetzt assi und gemein. Das ist jetzt richtig assi und gemein, aber... Ich sauf dem jetzt die komplette Bar leer, Alter. Alter, Freunde, um sonst was zu trinken? Gib her das Zeug. Oh, ist das geil. Oh, ist das schön. Richtig schön hier. So. Was ist das hier? Blood Breeze. Was ist das hier? Easy Beef. Ja, hier komm. Kostet ja alles. Das ist ja lächerlich eigentlich, ne? Gut, aber... Der denkt sich so, ach, okay, die nimmt bestimmt nur einen Kaffee oder so. Oder einen Schnaps. Dann säuft und frisst die dem komplett die Vorräte leer. So, hier, komm. Abbrennen. Kann ich das schon direkt zu mir nehmen? Geht das? Ah, nee, geht nicht. Gut, hätte ja sein können. Kann ich das hier direkt saufen? Nein, nicht verkaufen. Sondern... Ach komm, ist egal. Na gut. Deiner Besitzer. Wird einfach komplett die Vorräte weg. Oh, wir sind ein Level weitergekommen. Jetzt sind wir Level 49. Sehr, sehr schön. Ja. Wir kommen leider nicht ganz rauf. Bis auf die 20 Konstitution. Aber dennoch, immerhin, auf 19 können wir raufkommen. So, was können wir hier noch machen? Sprinten verbraucht keine Ausdauer. Was ist das hier? Passiv. Erhöht die Panzerung um 10%. Oh, das finde ich gut. Das nehme ich gerne mit. Das ist immer sehr schön. Ich mag es, wenn ich viel aushalte. Das ist immer ganz angenehm. Gut, okay. Jetzt sind wir schon wieder bei 40 Minuten, ey. Ja gut, also wir sehen ja, wie das hier läuft. Wir können hier nochmal kurz ins Waffengeschäft gehen. Das machen wir noch schnell in dem Part und dann müssen wir mal sehen. Ich meine, Nebenmissionen, das sind jetzt nur noch so Kleinigkeiten, das seht ihr ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht hätte man die schon viel früher machen können. Und ich bin irgendwie bis dahin einfach nicht dazugekommen. Aber jetzt gerade so muss ich echt sagen, das ist echt okay. Mit Hanako brauchen wir uns jetzt erstmal nicht zu treffen, aber wir müssen jetzt hier gerade über die Brücke. Zack. 150 Meter. Dann kaufen wir noch beim Waffenhändler ein und dann war es das für heute. Für den Part. Dann müssen wir mal schauen, wo wir weitermachen.
50 Meter, 40 Meter. Hier waren wir doch, glaube ich, schon mal, oder? Ja, hier waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, ja, zeig mal her. Was hast denn du noch? Noch irgendwas halbwegs Interessantes im Angebot? Nee, eigentlich nicht, gell? Nö, dann kann ich dir die Sachen verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Da, hier, weg damit, komm. Was ist hier? Ein Power-Maschinengewehr. Nee, komm. Drufje schieße. Okay, was haben wir hier noch? Messer. Ja, noch eine ganze Menge anderer Messer, aber das lassen wir erstmal alles so. Gut, passt. Dann, ich danke recht herzlich. Dann bleibe ich hier mal stehen. Beziehungsweise kann ich ja mal schon die nächste Nebenmission markieren, wo wir hinwollen. Weil so viel ist das ja nicht mehr, ne? Das ist hier, was ist das alles hier? Beat on the bread, beat on the bread, the beast in me, beat on the bread, nochmal beat on the bread. Da ist eine Nebenmission. Okay. Ansonsten ist ja, hier ist eigentlich nichts mehr, ne? Hier ist alles RIP. Da oben sind noch welche. Da ist eine Nebenmission. Und da ist eine Nebenmission. Und da oben ist auch noch eine. Okay, okay. Aber das machen wir dann alles im nächsten Part. Ich bedanke mich an der Stelle mal wieder fürs Zusehen. Wir speichern das Ganze ab. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Cyberpunk, wo wir dann noch so ein paar Nebenmissionen machen. Mal gucken, wie viele wir da noch insgesamt machen wollen. Ich denke mal, sobald wir wirklich dann nur noch diese drei Missionen da in Nebenmissionen übrig haben, die wir nicht machen wollen, lassen wir es einfach. Dann machen wir wirklich mal, dann schalten wir die Enten frei und schauen mal, was für Enten es gibt. Ich weiß nicht, ob sich da neue Möglichkeiten aufgetan haben, seit ich das letzte Mal gespielt habe, aber das werden wir sehen. Bis dahin, Freunde, macht's dabei gut. Servus und ciao.